Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal. Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich mache mir jetzt einen grünen Smoothie und zwar einen besonderen, nämlich mit Karottengrün. Das kennt ihr vielleicht gar nicht. Ich habe mir gestern zwei so bunt Bio-Karotten gekauft und da ist hinten so ein Grün dran und das ist so schön. Und da machen wir jetzt den Smoothie, gell? Weil man sagt, in dem Karottengrün ist viel mehr Vitamin A drin, als wie in die Karotten selber. Also das war ja schon, wenn man das wegschmeißt. Gell? Dann fange ich mal an. Ich habe jetzt in meinem Mixbehälter schon Blaubeeren drin, also Heidelbeeren. Die schauen so aus. Dann tue ich ein kleines Stück Papaya rein. Da habe ich noch ein paar Kerne drin lassen, weil die sehr gesund sind, habe ich gehört. Gell? Schneiden wir da rein und dann schneide ich noch drei Bananen rein. Drei kleine. Drei Bananen und dann werden wir dieses Karottengrün da reinschneiden. Ich mache das immer mit der Schere ein bisschen kleiner, weil dann tut sich nämlich der Mixer leichter. Dann geben wir noch Wasser rein. Glaubt das schon? Na ja, ein bisschen noch. So. Dann wird gemixt. Grün ist er natürlich wieder mal nicht, nachdem da so viele Blaubeeren drin sind. Ist der mal wieder dunkelrot, wahrscheinlich, oder? Ja. Aber das ist ja egal, deswegen ist das trotzdem für mich ein grüner Smoothie. Oh, schön cremig, schaut euch das an. Herrlich. So gehört er. Die tun wir jetzt da noch ein paar Sprossen rein, das sind Kichererbsensprossen. Das braucht sie ja nicht machen, okay, aber ich sollte noch ein bisschen mehr Gesundheit, sag ich jetzt mal. Ich stehe halt einfach auf gesund, weil ich möchte, dass mein Körper gesund bleibt. So gesund wie möglich und dafür tue ich das. Und lecker schmeckt es aber auch, ja, auf jeden Fall. So, das ist fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Servus, pfiat euch!